Manchmal ergeht es einem ja, was Videospiele angeht, so wie Leuten, die viele Klamotten haben und vorm Schrank stehen und sagen, ich habe nichts anzuziehen. Ich saß an einem verregneten Dienstagabend vor meinem Rechner und dachte mir so, ich habe nichts zu spielen. Und so habe ich dann einfach mal Steam durchgescrollt. Nicht ganz bis zum Schluss, aber mal die Angebote durchgescrollt und irgendwelche Early Access Spiele, Vorschläge aufgrund meiner gespielten Spiele. Naja, was man eben so macht. Und manchmal muss man einfach nur Glück haben. Denn eins der vorgeschlagenen Spiele hat sofort meine Aufmerksamkeit erregt. Denn es ging um eine Städtebausimulation. Achtung, jetzt kommt's. Mit Bibern. Ganz genau. Biber anstatt Menschen, Orks, Zwerge, was auch immer man in irgendwelchen Aufbauspielen, Städtebausimulationen hat. Noch nie habe ich ein Spiel gesehen, in dem man Biber steuert. Und genau das war der Fall bei Timberborn. Ich habe mir also den Trailer angeguckt und dachte, ja, das sieht cool aus. Der große Hinweis unter dem Trailer war allerdings Early Access. Ich sage, ja gut, meine Güte, passiert. Postal spielt man ja auch im Early Access, bis es dann endlich mal läuft. Hinzu kam, dass es auch noch im Angebot war. Ich habe also das Spiel für knapp unter 20 Euro gekauft. Standardpreis ist jetzt aktuell 24,90, also rund 25 Euro für ein Early Access Spiel. Finde ich heutzutage wirklich ein Schnapper, wenn man sich mal anguckt, neue Spiele, die rauskommen, 70 Euro. 140 Mark für ein Videospiel. Ja, die Entwicklung werden teurer, ist trotzdem sau viel Geld. Egal. Also für 20 Euro habe ich zugeschlagen und dann auch gestartet. Und was soll ich euch sagen? Das macht Spaß. Heidi Witzka. Also, im Grunde ist es eine Städtebausimulation, wie alle anderen auch. Man baut eine Stadt auf. Man hat verschiedene Produktionsketten, man hat verschiedene Waren und deine Biber, die in dieser Stadt wohnen, haben Bedürfnisse. Sie müssen Wasser trinken, sie müssen Nahrung zu sich nehmen und man braucht Holz. Klar, Biber und Holz passt wie die Faust aufs Auge. Das sind so die ersten drei Grundbedürfnisse, die man erfüllen muss. Holz ist jetzt kein Bedürfnis, aber ich meine, damit baut man halt Sachen. Wie halt im echten Leben auch. Und man baut auch nicht nur Dämme, sondern diese Biber sind schon etwas fortgeschrittener. Man baut halt Häuser, man baut Straßen, man baut Wasserpumpen, man, naja, kleine Häuschen, wo die Leute drin wohnen, die dann Karotten anbauen und was sehe ich nicht, was alles. Ne? Karotten sind ja auch gut für die Augen, also schadet das auf jeden Fall nicht. Je weiter man aber im Spiel kommt, desto mehr Technologie schaltet man frei. Man kann aus den gefällten Bäumen dann zum Beispiel Bretter herstellen, man kann Zahnräder herstellen. Ja, Zahnräder um Energie, die man durch Wasserräder oder Windräder zu seinen Fabriken hinleiten muss. Durch Zahnräder. Ist richtig schön und cool gemacht. Auf jeden Fall, naja, wie das eben immer so ist, auch wenn man bei Anno anfängt und dann 50 Stunden weiter ist und auf einmal für seine Investoren Weintrauben anbauen musste, obwohl man am Anfang einfach nur Kartoffeln für Schnaps angebaut hat. Es wird natürlich mehr, aber das wollen wir auch. Und alles unter der Prämisse, dass es Biber sind. Also die kleinen Biber laufen auf jeden Fall durch deine Stadt und sehen halt süß dabei aus und ist halt einfach mal was anderes. Es gibt aber, abgesehen davon, dass es Biber sind, noch ein paar Besonderheiten, die dieses Spiel irgendwie besonders machen. Ja, Biber, hahaha. Einerseits ist es so, dass man nicht nur direkt auf der Erde bauen kann, sondern man kann auch in die Höhe bauen. Bestimmte Gebäude sind als stabil gekennzeichnet. Das bedeutet, man kann andere Gebäude darauf errichten. So viel, wie man möchte. Das heißt, man baut Hütten übereinander oder man baut Lagerflächen übereinander. Wenn so ein Ding dann im ersten oder im zweiten Stock ist, muss man sich auch überlegen, wie komme ich denn da hoch? Stelzen gibt es zum Beispiel nicht. Wir haben Zahnräder, aber keine Stelzen. Wäre vielleicht auch ein bisschen schwierig, weil die auf vier Pfoten laufen. Naja, ist auch egal. Man muss also Plattformen errichten, man muss Treppen bauen, man muss alles natürlich miteinander verbinden, mit den Pfaden und so weiter. Und so wächst die Stadt heran. Es werden neue Biber geboren, wenn man natürlich Platz in seinen Hütten hat und so weiter und so fort. Wie gesagt, es ist eine Städtebausimulation mit Bedürfnissen, mit seinen Einwohnern. Man muss ein bisschen gucken, dass sie sich auch wohlfühlen. Es gibt Wohlfühlpunkte, dass sie zum Beispiel immer nasses Fell haben, dass sie genug zu essen haben. Man kann ein Lagerfeuer bauen, man kann eine Dachterrasse bauen. Biber auf einer Dachterrasse, das hat auf jeden Fall Stil. Und untermalt wird das Ganze von einem sehr schönen Soundtrack, der, wie ich finde, bei Aufbauspielen oder gerade bei ruhigeren Spielen sehr wichtig ist. Dass man zum Beispiel eine spannende Melodie im Hintergrund laufen hat, die einem nicht auf den Sack geht nach 5 Stunden oder nach 10 Stunden oder vielleicht nach einer Stunde schon. Wenn man beim Witcher Gwent spielt, dann ist ja immer diese wilde Flötenmusik im Hintergrund. Ne? Finde ich super geil. Andere Leute sind wahrscheinlich genervt davon. Aber bei Timberborn ist es eine wirklich sehr schöne Melodie im Hintergrund, die einen ein bisschen abschalten lässt, was man bei solchen Spielen ja auch möchte. Denn
was ein Nachteil sein könnte im Endgame, vielleicht auch schon währenddessen. Es gibt keine aktiven Bedrohungen. Das heißt, man hat keine Feinde, man hat keine KI-Gegner, man hat nicht, wer sind denn die natürlichen Feinde des Bibers? Keine Ahnung, habe ich in der Schule nicht aufgepasst. Es gibt keine Bären, keine Berglöwen und keine Weißkopfadler. Es gibt auf jeden Fall nichts, was die Biber angreift. Was im ersten Moment erstmal ganz schön ist, weil man ganz Suche Piano das Spiel kennenlernen kann, die verschiedenen Warenketten, Produktionsketten sich angucken kann, was braucht man wofür, hat man genug Biber dafür, dann ist der eine krank, dann will er nicht arbeiten, wie das im echten Leben auch so ist. Also man hat keine Bedrohung, keine Feinde. Dazu sei noch einmal gesagt, es ist im Early Access. Ursprünglich seit 2018 schon, da wurden auch schon die ersten Leute zu eingeladen, das ein bisschen mit zu testen, weil die Entwickler sich auch gedacht haben, naja, es sind halt Biber. Kommt das gut an? Kommt das nicht gut an? Ja, es kommt gut an, auf jeden Fall. Man muss sich nur mal die Bewertungen auf Steam angucken. Seit 2018, wie gesagt, und seit September 21 ist das Spiel schon im Early Access. Und daran sieht man auch schon mal wieder, wie viele Spiele jeden Tag auf Steam und sonst irgendwo released werden. Und keine Sau kriegt das mit. Ist echt schade, aber das ist natürlich heutzutage, alles was mit dem Internet verbunden ist, ist halt so. Ich meine, wie viele Bands gibt es, die auf Spotify irgendwelche Songs haben? Und keine Sau hört sich die an, weil man wird einfach so überschwemmt mit Spielen, mit Musik, mit, naja, was auch immer. Heutzutage ist das nun mal so. Ich habe es auf jeden Fall glücklicherweise gefunden, auch 1,5 Jahre nach Release. Und jetzt gerade kurz bevor ich angefangen habe, gab es das große Update 4. Ich habe natürlich keinen Plan, was bevor Update 4 kam, so Stand der Dinge war. Aber ich muss sagen, dafür, dass es ein Early Access Spiel ist, kann man das wirklich gut spielen. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, wo ich mir denke, ich kann zum Beispiel mit der Maus nicht an den Bildschirm ranfahren und dann über meine Siedlung rüberziehen, sondern ich muss die Pfeiltasten oder WASD nehmen. Das sind so kleine Nettigkeiten. Zum Beispiel, ich habe, keine Ahnung, meine Kaffeetasse in der linken Hand und spiele mit der rechten Hand. Dann muss ich entweder meine Hand von der Maus nehmen und das Bild hin und her schieben mit den Pfeiltasten oder ich muss meinen Kaffee wegstellen. Und das will ja keiner. Das ist aber tatsächlich Meckern auf hohem Niveau für ein Early Access Spiel. Da haben wir schon ganz andere Spiele gesehen, die final released wurden und nicht spielbar waren. Um das mal nett auszudrücken. Was auch noch wirklich sehr interessant ist, das Spiel ist von dem Studio Mechanistry. Die sitzen in Polen. Und die haben 2018 tatsächlich erst angefangen. Und das ist deren erstes Spiel. Dafür erstmal Chapeau. Wirklich eine geile Geschichte. Das sind nur ein paar Leute, das sind 7 Leute, die von Anfang an alle im Homeoffice gearbeitet haben, beziehungsweise eben nicht alle in einem Studio in einem Büro saßen, sondern alle von irgendwo anders. Die 7 Mitglieder haben in 6 verschiedenen Städten gewohnt. Das ist auch logistisch schon mal eine Riesengeschichte. Klar muss man nicht irgendwelche Waren hin und her karren, aber trotzdem die ganzen Daten, ne? Der eine macht das, der andere macht dies, da muss man sich wirklich gut absprechen. Ne? Haben wir in den letzten Jahren ja auch gesehen, weil viele Leute im Homeoffice gearbeitet haben, da musste man sich umgewöhnen. Kleines Team, 2018 erst angefangen, das erste Spiel und ich denke, das kann was werden. Auch hier sieht man mal wieder, selbst 1,5 Jahre nach Release ist es für mich was Neues. Ich freue mich tierisch, jeden Abend mal eben kurz zu meinen Bibern zu gehen und gucken, wie geht's denen denn eigentlich? Kann ich da noch was optimieren oder gibt's vielleicht ein neues Update mit neuen Gebäuden oder so weiter? Ich bin auch noch lange nicht am Ende, denn man muss eben nach und nach bestimmte Technologien freischalten, wie eben schon gesagt. Und später kann man dann auch noch Roboter bauen, die zum Beispiel die Biber entlasten. Weil Roboter können halt arbeiten, 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 die werden auch nicht müde. Sitzen auch rum, wenn sie keinen Job haben. Und man kann zum Beispiel Papier herstellen. Aus dem Papier kann man Dynamit herstellen und somit kann man auch terraformen. Also Wasser ist sehr, sehr wichtig. Nicht nur für die Biber zum Trinken, sondern auch für die Pflanzen, damit sie wachsen, damit die Bäume wachsen, damit ich meine Beeren pflanzen kann, vor allem die Karotten für die Augen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ja, es gibt zwar keine Bedrohungen per se, aber alle paar Tage, es gibt nämlich einen Tag- und Nachtzyklus, nachts schlafen die Biber halt, weil müde, alle paar Tage dörrt das Land aus. Dann hat man so ein kleines Fenster, wo steht, Dürre beginnt. Es wird immer 3 Tage im Voraus angekündigt, Achtung, es kommt eine Dürre, bereite dich vor, bababab. Und wenn die Dürre dann da ist, dann ist das Wasser auch weg. Es sei denn natürlich, man ist vorbereitet und baut Dämme, Schleusen, man terraformt das Land drumherum so, dass man das Wasser stauen kann in großen Seen oder sonst irgendwas. Also man muss schon so ein bisschen Survival mögen oder ein bisschen Survival ist mit drin, weil wenn man nicht vorbereitet ist, sind die Biber halt tot. Also ich bin auf jeden Fall super gehypt, ich habe richtig Bock auf das Spiel und deswegen spiele ich das auch und rede da auch einfach drüber. Und falls das nach was klingt, was euch auch interessieren könnte, guckt da doch einfach mal rein. Ich meine, ich habe da nichts von, aber vielleicht freut ihr euch dann.
Und wenn ihr euch freut, freue ich mich auch. Und dann würde ich sagen, schönen Dank fürs Zuhören, wie immer. Und bis dann.